Steffi Hollenweg, du bist E-Sports-Expertin, heute bei uns auch im Blick Live-Tag. Wie kommt es dazu, dass man E-Sports-Kennerin wird? Sicher, indem man sich für das Thema an sich mal begeistert. Also ich selber bin ja seit Jahren lang eigentlich Gamerin. Gamen war immer ein riesiger Teil von meinem Leben und ich habe ja mal angefangen mit E-Sports-Moderation. Und so kommt man halt mit der Zeit rein. Ja. Wie ist es als Frau im E-Sport unterwegs zu sein? Es hat ja nicht gerade sehr viele Frauen, oder? Nein, also manchmal wird man schon noch ein bisschen schräg angeschaut. Das ist schon so. Frauen, aber muss ich sagen, hauptsächlich von den Leuten außerhalb. Also die Leute aus der E-Sport-Szene selber, denen ist es eigentlich gleich, ob man Mann oder Frau ist. Und das ist ja das Schöne am Game eigentlich. Aber du bist meistens schon die einzige Frau in der Halle. Nein, es kommt darauf an. Also, es hat hin und wieder eine Frau, die selber auch spielt. Es kommt ein bisschen auf das Spiel selber drauf an. Und ich würde so sagen, ob es jetzt ein Turnier ist oder ein LAN vor allem. Also LAN-Partys und so, hat es mittlerweile schon die eine oder andere Frau auf jeden Fall. Ja. Wie sieht die Zukunft des E-Sports aus? Also ich habe natürlich hohe Erwartungen. Ich habe das Gefühl, das wird je länger, desto mehr aufkommen. Die Firmen werden sehen, dass das nicht einfach eine billige Datelei ist, wo man einfach am PC sitzt. Halt das Klischee, das man noch hat vor 10 Jahren, das ist halt dermaßen veraltet. Und ich habe das Gefühl, langsam sehen alle, ich sehe Gesellschaft, sehe Firmen, dass E-Sports wirklich etwas ist, was sehr, sehr ernst muss nehmen. Und darum wird es immer wie mehr boomen. Und die Kurve steigt exponentiell, habe ich das Gefühl.